Willkommen zurück. Mir ist in der letzten Folge was passiert, was mir eigentlich nicht mehr passieren sollte. Nämlich, dass ich glaube, zu erahnen, was das Spiel machen könnte, weil ich tatsächlich in der letzten Folge das Gefühl hatte, oder zum Anfang der letzten Folge dachte ich, ja, ich mache jetzt diese Kiste auf und dann bin ich aus dem Krankenhaus raus. Das war, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, ein gewisser Irrglaube, weil jetzt ist das Krankenhaus gekippt. Vorher war es schon unheimlich, jetzt ist es halt scheiße unheimlich. Und das ist nicht so cool. Aber ich kann da nichts machen. Ich muss da hier raus. Wir sind, also das ist jetzt das, was ich mir jetzt denke, was passiert ist durch diese Sirene. Das ist das, was ich durch mein Silent Hill allgemein Wissen, was auch immer, wenn man mit Videospielen zu tun hat. Das weiß man ja nun mal, auch wenn man zum Beispiel einen Film oder so gesehen hat, ne? Oder auch im ersten Teil ist ja auch so. Wenn die Sirenen kommen, kippt die Realität oder es verschiebt sich was oder es kommt was anderes hoch. Und das hatten wir ja schon mal. Einmal, als wir gegen den Pyramid Head gekämpft haben, der dann ins Wasser gegangen ist, als die Sirene kam. Jetzt sind auch die Sirenen gekommen, nachdem ich gegen diese Leichen, fliegenden Leichensackbettenmonster gekämpft habe. Es ist gekippt, sie waren weg, aber jetzt bin ich hier in dieser, sagen wir mal, unschönen Variante. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es sind viele Monster auf jeden Fall unterwegs und ich versuche mich da gerade so ein bisschen irgendwie durchzuwursteln. Beziehungsweise gerade. Ja. Gerade auch irgendwie erstmal so ein bisschen zu orientieren. Ich habe nämlich. Da ist doch der Engel. Okay. An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D und steht hervor, ja. Okay. Das ist jetzt wieder die Mechanik, die ich ja sehr, sehr schön finde, die aber auch gefährlich ist. Wenn man Licht anhat, sieht James natürlich auch Sachen, die man... Hier sind leere Medikamente, hat Maria die genommen. Ist Maria jetzt auch krank? Alter, dieses Atmen kommt über Kopfhörer aus verschiedenen Richtungen. Das ist ja... Das ja. Richtig scheiße. So, Moment. Okay, wiederherstellende Energie durch Schmerzlinderung, starke Wirkung. Das haben wir ja schon mal gefunden. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine Gesamterholung sein. So, das ist die Trockenzellenbatterie. Fand sie im Krankenhauszimmer. Ist nur eine ganz normale Trockenzellenbatterie. Sieht aus wie eine Batterie vom gleichen Typ wie in der Taschenlampe. Das wird dann irgendwas sein. So, dann haben wir den Schlüssel zum Lagerraum im Keller gefunden. Schlüssel zum Lager im Krankenhauskeller. Es war mit diesem seltsamen Gemälde an der Wand. So, den würde ich ja benutzen, wenn ich ihn schon benutzen könnte. Jetzt ist das Atmen weg. Hervorragend. Jetzt ist es wieder da. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Da können wir nicht durch. Da geht's raus. Hier sind wir im Treppenhaus. Hier kann ich speichern. Das ist sehr gut. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal in der Folge gesagt. Ich kann durch diese Mod jederzeit speichern. Warum ist hier jetzt so eine Musik? Also wenn ich hier auf Select drücke, kann ich hier theoretisch jederzeit speichern. Das würde ich aber... Hier kommen wir in den Keller. Oh nein, ich will nicht in den Keller. Ich will nicht in den Keller. Ich werde mich erst noch mal hier umgucken, ob ich, ob ich auch alle Türen und so aufgemacht habe, weil... Hier scheint nichts zu sein. Hier komme ich auch nicht hin. Okay.
erstmal nochmal hier weiter, wenn da nur eine ist. Wo sind wir jetzt? Achso, Restroom war offensichtlich zu, hat er mir noch nicht gesagt. Okay, im Storeroom gibt es gestorte Sachen. Also das Spiel möchte einen schon eigentlich animieren, hier so ein bisschen mal auch gegen anzugehen, gegen die Monsterhorden. Aber ich fühle mich gerade einfach sicherer. So blöd es klingt. Okay, einmal im Kreis gelaufen. Wenn ich, es ist ja kein Schießen. Huh. Oh Gott, Kamera. Okay, jetzt wird es ein kleines bisschen... Ein kleines bisschen gemeiner. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, es bleibt jetzt gerade wirklich nur... Es hat auch alles jetzt einen sehr grünlichen Stich. Meine Lichtstimmung passt überhaupt nicht. So, wir gucken erstmal nach oben. Jetzt ist hier die Musik wieder anders. Das ist ein Scheiß. Komme ich nicht raus. Und hier ist jetzt... Es geht nur nach unten. Es geht nur nach unten. Und das ist auch schon wieder Mist. Das, also... Ich kann die Kamera nicht verstellen. So, hier sind wir jetzt. Das müsste dann der erste sein. Und hier geht's jetzt in den Keller. Oh, es geht immer weiter runter. Geht's wirklich weiter runter? Gerade das Gefühl, es geht nicht weiter runter. Okay, doch, es geht weiter runter. Ich habe den Schlüssel zum Lagerraum im Keller benutzt. So, hier irgendwas ist Schlimmes hier unten. Er hat Schrotpatronen, das habe ich hier schon gesehen. Da ist ein Regal auf einem Kreis unter Handabdrücke. Das Regal verschieben, da hilft ja nichts, ne? Mary? Oh, Maria. It's you. Klar, im Keller kommt die einfach um die Ecke. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? Sind wir jetzt ganz woanders? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but... She ran away. Und hat dich eingesperrt. We've got to find her. Ja, You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Übrigens ist mir gerade eingefallen, diese Zwischensequenz, die sehen ja manchmal so ein bisschen komisch geframed aus, so als würde da irgendwas nicht stimmen. Und ich glaube, das liegt halt an dieser Mod, da ich hier diesen Widescreen-Support habe, werden wahrscheinlich diese in-game gerenderten Zwischensequenzen einfach rangezoomt sein, irgendwie, keine Ahnung, um nochmal irgendwie 30-40%. Deswegen sieht das manchmal so komisch aus. Was hier, ich meine, die Metapher, dass da stand, im Keller ist etwas und da möchte er nie wieder hin, nie wieder in diesen Keller. Und im Keller ist jetzt Marie. Und Marie ist einfach, also ich nehme mal an, Teil von Mary, von James toter Frau, ein vielleicht nicht schöner Teil oder eine
Vergangenheit? Hier ist der Ring. Den Kupferring. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet, ja. Im Keller. Also vielleicht ist es ein Teil ihrer Vergangenheit, den er nicht wahrhaben wollte oder den sie vergraben hat oder irgendwo, ne? Sowas könnte ich mir vorstellen. Das ist ja sehr merkwürdig, dass im Keller sie, und man sieht ja hier auch die Tür, also es ist alles sehr komisch. Ich mache mir jetzt übrigens Sorgen, weil wir gerade an all diesen Monstern immer vorbeigelaufen sind. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr so gut, ne? Na gut, aber dann hilft's halt nicht. Jetzt mal kurz gucken. Ich speichere nochmal fürs Gefühl. Also ich frage mich natürlich so, was hat das mit Krebsgeschichte, zwei Persönlichkeiten, so einen Moment. Jetzt tot, ja. Schmeiß er aus. So, wir müssen... Da war die Tür... Also es sind halt so Gedanken, die ich mir zerstelle, weil es ist ja schon sehr... Also man kann in die... Gefühlt kannst du in die deine gesamte Munition reinballern. Das kann es ja eigentlich nicht sein. So. Ich wollte mir diesen Ring gerade nochmal angucken. Kupferring. Im Krankenhauskeller gefunden. Das Bild einer Spinne ist eingraviert. Okay. Mein Verdacht wäre jetzt diesen Ring. Hier zu benutzen? Moment. Das ergibt gerade keinen Sinn. Was kann ich mit dem Ring jetzt machen? Ich habe jetzt diesen Ring. Was habe ich noch? Ich habe diese Batterie. Was kann ich mit ihr oder... Ich überlege jetzt gerade, was... Muss man gleich nochmal den Text lösen. Sind hier neue... Die sind natürlich wieder da, ne? Na gut. Weil es sieht ja so aus, als würde sie was umarmen wollen. Mal ganz kurz in die Notizen reingucken, was wir hier noch gefunden haben. Oh Gott, das ist alles durcheinander, oder was? Das ist, oh Gott, wo war das denn? Da. Sie ist ein Engel, das wird ja das sein. Sie ist ein Engel, keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsen und hässliche Leichen ihre Sünden sie vernichtet, sie Sünde und Sünder gleichermaßen, sie rettet mich. Sie ist ein Engel. Okay, da
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen kann. So, hier war ich jetzt eigentlich überall in die 11. Können wir nochmal reingucken. Da war aber nur das. Sind wir jetzt gerade eigentlich in der 3? Naja. Ich guck nochmal, in der 2 war... Gab's diese zwei Dinger? Da komme ich aber da nicht raus. Shower Room. Und der Garten. Was kann dieser Ring machen? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das irgendwas zum Draufstecken wäre oder so, aber... Das ist vor allem das Bild einer Spinne. Moment, ach nee, Moment, ah, ich weiß schon. Wir müssen wieder in den Raum, wo wir die Batterie gefunden haben. Und wir haben ja auch noch diesen Dayroom. Wo war der denn? Der war in der 2. Ich überlege gerade, jetzt weiß ich gerade nicht mehr so richtig, wo ich... der war aber ganz am Anfang, ne? Ach, wir sind jetzt auch zu zweit. Stimmt. Ah. Nee, dann müssen wir in die 2. Wir müssen in die 2 und da in den Dayroom. Das wäre jetzt meine Idee. Weil da ist ja eben dieser Kühlschrank, den man zu zweit aufmachen muss. What was that?
Warte mal, ich latsch mal ganz kurz durch, weil... Im besten Fall brauchen wir Mary dann nicht zu beschützen. So, Moment. Ganz kurz, das ist eine saugute Idee. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich, ehrlich gesagt, weil das sind ja die Sachen, die man so gefunden hat, nicht wahr? Ich hab doch hier, wo ist sie denn? Silent Hill, so. Es gibt diese eine Straße, weil das kann ich mal gerade... Es gibt diese eine Straße, hat er jetzt gesagt, vom... Die Nathan Avenue ist hier. Und er sagt, es gibt nur eine Straße, wenn man von irgendwo nach irgendwo will. Und das habe ich... Ich habe es jetzt leider nicht aufgebaut. Entweder ist es die Randall Street, dann wäre es, glaube ich, die 3 gewesen. Oder die 2. Bei der ersten, warte mal, ich muss mal ganz kurz drüber nachdenken. Also die erste Frage war, was war dann die erste Frage? Das ist ja großartig, dass ich mich daran erinnern kann. Machen wir also 3. Das zweite war dieser Vergnügungspark. Den habe ich doch auch irgendwo gesehen, ein Schild zumindest dafür. Oder ich bin da vorbeigelaufen und der war nicht am Wasser, deswegen würde ich sagen, dass es nicht Lakeview war, sondern das zweite. Oder war es das erste? Das war... Ach, Kacke. Ich hab's vergeigt, glaube ich. Also, es gab den Mord. Das war's. Okay, das erste war... doch, genau. Das erste war die Frage nach dem Vergnügungspark. Und den habe ich gesehen. Ich meine, es war nicht Lakeview. Das heißt, ich glaube, es müsste eine 2 gewesen sein. Dann gab es diese Frage mit den Morden. Das Problem ist, ich dachte halt beim ersten, den habe ich irgendwo schon mal gehört, den Namen. Aber ich glaube, alle Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Und ich glaube auch, ich habe... Warte mal, habe ich? Habe ich? Moment. Ich habe doch die Notizen. Artikel über einen Mord. Walter Sullivan. Das war Walter Sullivan, und dann muss es, dann war das die... Fuck! Ich glaube, Walter Sullivan war der Erste. Ich glaube ja, ich habe nämlich auch die 1 aufgeschrieben. Also bei der... das wissen wir sicher. Es muss auf jeden Fall die 1 sein. Bei der zweiten Frage war es die 1. So. Dann hatten wir diese 2 Fragen nach Örtlichkeiten in Silent Hill. Und da war einmal die Frage nach dem Vergnügungspark. Ich glaube nicht, dass es Lakeview war. Also glaube ich, war es da die 2. Die 2, 1 und die letzte Frage war jetzt die nach der Straße. Es führt nur eine Straße nach. So, es gab Nathan Avenue, es gab Randall Street. Ich erinnere mich leider nicht mehr an die dritte. Es könnte die Nathan sein. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was. Shit, da oben ist doch der Lakeside Amusement Park. Ich korrigiere, was ich gerade gesagt habe. Es war der Lakeview Amusement Park. Also müsste es die 3 sein. 3, 1, so. Und jetzt ist natürlich die Frage, Stanford, es klingt so als, Stanford Street klingt gerade so, als wäre sie auch dabei gewesen. Ich weiß nur gerade nicht, was war denn die Frage? Die Frage war, es führt eine Straße von nach, nur eine Straße. Es könnte jetzt die Nathan Avenue sein, es könnte aber auch die Stanford Street sein, wenn sie zum, ich weiß nicht, zum, nee, warte mal, war es das Lakeview Hotel? Es führt nur eine Straße zum Lakeview Hotel? Ach, shit. Ich meine, ihr könnt zurückspulen. Oder ihr habt es direkt dabei gewusst. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall 3 und 1, da bin ich mir gerade sehr sicher. Bei der anderen müssen wir, glaube ich, raten. So, jetzt haben wir uns genug abgelenkt, weil... Hier geht's darum. So, die kriegen wir jetzt zu zweit auf, oder? You can't open it. Yeah. Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here.
How's a little girl like me supposed to help? Weiß man mal nicht, ob das Humor sein soll oder ob das auch wieder irgendein Meta-Ding ist. So, was ist da jetzt drin? Noch ein Ring. What's this? Not very cute, is it? Here, James. You take it. Thanks. Bleiring. Damit haben wir jetzt zwei Ringe. Ist nichts mehr im Kühlschrank. Ein fürchterlicher Gestank kommt daraus. So. Und er hat Licht offensichtlich. Jetzt haben wir zwei Ringe. Ein Bleiring und den Spinnenring. Ich hatte ja noch die Idee, dass wir nochmal runter in den anderen Raum fahren, aber ich wüsste gerade nicht, was wir damit... Also, was bringt uns das? Das bringt uns, glaube ich, nicht viel. In den ersten zu fahren. Es war C2 oder C1. Ich weiß, ich glaube, da war aber auch weiter nichts. Und da waren diese Hände... Aber ich konnte da nichts reinlegen. Oder vielleicht kann ich da was reinlegen? Ich habe es halt nicht probiert. Also das wären jetzt... Vielleicht fahre ich, weil wir jetzt ja eben zweiten sind, nochmal runter in den ersten und guck nochmal, ob ich diesen Raum finde. Das wird ja nicht hier und nicht da gewesen sein. Das muss eigentlich im ersten die C2 oder C1 gewesen sein, weil das relativ am Anfang war, meine ich. Deswegen würde ich da jetzt mal runterfahren und gucken, dass ich da relativ schnell hinkomme. Das ist wirklich nicht ganz unfassbar. So. Es macht es gefühlt auch wirklich nicht sehr viel besser, hier einfach durchzurennen, weil man immer die Angst hat. Aber ich glaube, die kommen ja eh. Die Monster. War doch hier irgendwo. Hier war der Raum nicht. Dann hoffe ich, dass er ein weiter war. Auch nicht. Dann muss er ja im zweiten gewesen sein. Weil hier war mehr nicht. Oder auch nicht mehr. Da war er im zweiten. Na toll. Okay. Obwohl ich schon mal hier unten bin, würde ich, glaube ich, gerade die Chance nutzen und mal speichern. Und dieser Ventilator macht mir auch ein bisschen Angst. So. Also ich gucke gerade, weil ich hier bin, auch noch mal kurz raus. Mit Marie und oder Mary. Okay, also müssen wir... Gefühlt wieder in den zweiten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz aufgepasst, wo dieser Storage Room war. Das ist jetzt ungünstig. Vielleicht war es in der M6. Ich habe gerade ein gutes Gefühl bei der M6. Jawohl. Okay, so hier ist das... Ja, es klingt gerade nicht sehr wahrscheinlich, aber... Nee. Im Krankenhaus Geller gefunden, so das war der mit der... Da ist ein Kopf drauf, oder was? Ach doch, guck, ja. Okay, das aufgedunsen, dann müssen wir auf jeden Fall wieder hoch, weil das hatten wir ja, schon gelesen. Also hier geht es gerade um dieses aufgedunsene Gesicht und das ist ja auch das, was im Gedingsterbumster geschrieben wurde. Also in der Beschreibung von der Tür. Wir sollten aber mal ein, zwei Gesundheitsdrink nehmen. So, das heißt, wir müssen wieder hoch, ne? Wir müssen in die 3. Müssen wir in die 3? War denn jetzt die Tür? Irgendwo muss er hier... Ja, in der 3. Okay, alles klar. Alles klar. Sorry. Sorry, you guys. So, dann würde ich sagen,
Setzen wir da diese beiden Ringe drauf? Oder nur diesen aufgedunsenen Ring? Sollten wir aber jetzt machen. Ich habe den Bleiring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Okay. Dann legen wir den anderen auch nochmal hin. Ich habe den Kupferring auf die Hand vom Gemälde gelegt. Und jetzt geht die Tür auf und dann gehen wir mal schnell rein. Eieieiei, okay. Da liegt etwas, deswegen werde ich mir die Waffe in die Hand nehmen, weil immer wenn irgendwo was liegt, kann auch mal die neu laden. Achso, 6er maximal, ne? Nicht mehr ganz so viel Munition, was ich aber auch gerade irgendwie nachvollziehen kann. Da liegt ein Umschlag auf dem Boden, erhält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nahm den Schlüssel. Schlüssel vom Direktor, den fürs Museum. Ich habe ihn hinter der betenden Frau versteckt, als ich für den Tagesausflug rauskam. Ich habe ihn genommen, aber ich habe ihn nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Ich habe ihn hinter der betenden Frau versteckt. Ja, ein Bild. Ein Bild, so. Ich dachte, ich höre etwas. Ich habe auch was gehört, aber es war draußen ein Auto, das vorbeigefahren ist, hoffe ich. Ah. Oh, die Folge ist vorbei. Das machen wir noch, was auch immer jetzt kommt. Wo sind wir? Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Ich hasse das. Ist das gemein? Was ist da? Ja. Na, jetzt, James. Open up! Ja gut, gut, gut gemacht. Ich überlege gerade, ob der Pyramid Head irgendwie vielleicht den Krebs darstellt. Den verfolgenden, unaufhaltbaren, unbesiegbaren Krebs. Nicht so richtig hieb- und stichfest meine Theorie, aber das war jetzt gerade so ein Ding irgendwie, ne? Vor allen Dingen jetzt auch im Krankenhaus zweimal da gewesen. Einmal vom Dach gestoßen, so überrascht. Oh Gott. Kamera. Jetzt sind wir hier unten. Weiß ich natürlich nicht, wo kann ich hin. Deswegen werde ich jetzt mal ganz unatmosphärisch alle Türen probieren, aber ich kann mir vorstellen, dass wir einfach nur raus müssen. Er, der nicht kühn genug ist, um über den Abgrund hinweg angestarrt zu werden, ist nicht kühn genug, um selbst hineinzustarren.
Die Wahrheit lässt sich nur erfahren, indem du weitergehst. Folge der Karte, da ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Ah. Okay. Okay. Ich habe sie in meine Karte übertragen. Ich habe den Schlüssel zur Eingangshalle des Krankenhauses. Okay, also wir können jetzt theoretisch hier... gehen. Was stand da? Hier ist ein altes Buch über die Geschichte von Silent Hill. Das würde ich tatsächlich gerne lesen. Hier stehen Bücher über Medizin, die Stadt und diese Gegend. Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen und alles zu lesen. Naja. So. Also ich würde gerne jetzt hier noch raus. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, wie es jetzt mit diesem Storage Room ist, wo wir die Fragen beantworten können. So war's das. Ne, der Visiting Room. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Hier ist aber auch kein Storage Room, ne? Nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie hätte mitnehmen können. Also, ich bin mir sehr sicher, wir dürfen jetzt hier raus. Wir können nochmal in den hier rein. Ne, da ist jetzt ja einfach meine Wand. Wir gehen. Ich gehe. Ich bin nämlich nicht unglücklich, dass ich jetzt hier rauskomme, ehrlich gesagt, weil... da können wir auch speichern, sehr gut, weil das ist, weil es war keine, also es war schon interessant, also mega gut gemacht. Mega gut gemacht, das muss ich an der Stelle wirklich sagen. Es ist unfassbar gut gemacht, dieses Spiel, und es funktioniert immer noch unfassbar gut, aber es nimmt mich mit. Es nimmt mich mit. Es macht schon ein bisschen was mit mir, ich merke das, und es überrascht mich auch im positivsten Sinne. Aber es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Es ist wahnsinnig gut. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß, auch wenn mein Gebrabbel zwischendurch wahrscheinlich schon ein bisschen sinnfrei wird. Aber das sind halt echte Emotionen. So, in diesem Sinne entlasse ich euch vielleicht in die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.